Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Tethered. Wir spielen heute das 8. Level. Und das heißt, ich gehe jetzt in die andere Richtung, weil es geht schneller. Das heißt Dunira. Gucken wir mal, was auf uns wartet. Diese ausgedehnte, riesige Insel erscheint schön und kompakt, doch pass auf, dass ihre Ausmaße dich nicht überwältigen. Gut. Werkstatt, Rathaus, das Feld erst an dritter Stelle, das ist. Puh. Interessant. Den Tempel finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll, weil wenn ich den mit einem Blitz aktivieren muss, dann nutze ich das lieber für die Würmer nachts. Also irgendwie brauche ich den Tempel nicht so. Die Kaserne erst am Ende, das heißt, ja, Soldaten erst ganz am Ende. Schwierig. Okay, das ist also eine riesige Insel, die ist wirklich riesig. Da ist ein Kristall, da ist das Zuhause, da hinten ist Stein. Holz. Wo ist denn Stein? Stein ist hier. Ja, also die Wege sind sehr lang. Also was wir machen, ist natürlich wieder das Ei öffnen. Ja. Da ist auch noch ein... Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Kamera. So, du machst mal wieder hier auf. So, muss mal ganz kurz gucken, wo man. Also gucken ist relativ mit meinem Headset auf, wo das Mikrofon überhaupt steht. Okay, genau. Wie ich erwartet habe, kommt jetzt gleich wieder ein neues Ei. Mehrere Eier sogar. Das heißt, er kann dann gleich mal hier das Ei öffnen. Und wir haben mehrere Nahrungsquellen, aber nicht viel. So, die Wolke ist gleich weg. Nutze ich einfach mal. Und da können wir... Wollte ich dieses Ei aufmachen, aber das ist dann braun geworden. Gut. Dann geh doch mal hier Nahrung holen. Und wo sind die Bücher? Da ist das erste Buch. Das heißt, einer von den beiden wird dann mir gleich... das Buch öffnen. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, hier. So, und dann brauche ich erstmal Holz. Und nachdem da hinten gerade ein Ei runterkommt und ich die Sonne habe, nutzen wir natürlich die Sonne. Nachdem du gerade nichts zu tun hast, hol doch mal das. Und jetzt haben wir da hinten auch einen Piep, der mal Erz hacken kann. Und das ist wirklich weit weg. Also nicht schlecht. Wie viel spirituelle Energie brauchen wir eigentlich? Wahrscheinlich wieder 500. Ja, wir haben schon zwei. Ist das nicht toll? Mir ist noch nie aufgefallen, dass wir hier sehen, wann es Nacht wird. Das ist ja auch cool. Auf alle Fälle hilfreich. So, und nachdem wir gerade hier Wind haben und der einen ewig weiten Weg hat, helfen wir ihm doch mal. So, du hast einen Kristall abgeholt. Das ist schön. Haben wir nicht vorher noch ein Kristall gesehen? Genau, wir haben noch ein Kristall gesehen. Da stehst du jetzt. Hol dir erstmal das Buch und danach kriegst du den Kristall. Das wird stressig, weil wir die ganze Zeit springen müssen. Mach doch mal kurz dieses Ei auf. Da hinten dieses Blubbelding will ich auch. So, und wir können jetzt ein Rathaus bauen. So, dann gehen wir wieder hier hin und, Kollege, das hier aufmachen. So, und ich bereite die Wolken schon mal vor auf Nacht. Gut, also hier einer Holz und einer... Haben wir schon einen Steiner? Ein Steiner. Gott. Ich weiß nicht, kennt ihr Steine? Das ist so ein Volks... Nee, kein Musikant, aber so... Wie nennt man das? So ein Schauspieler, deutsches Theater, keine Ahnung. Habe ich früher immer nicht gucken müssen, aber meine Großeltern haben das immer geschaut. Und ich habe es dann immer mitbekommen und fand das damals schon schrecklich. Heute findet man das zum Glück im Fernsehen nicht mehr. So, du machst gar nichts mehr, dann lauf doch mal hier hin. Da hinten haben wir... Okay, ihr habt keine Nahrung mehr. Da hinten kann mal einer hinlaufen. Da unten kann einer hinlaufen. Wo ist das Ei gelandet?
Ich habe das eigentlich gesehen, aber was wir auch brauchen ist das. Ist im Prinzip das nächste Buch, damit wir das Feld kriegen. So. Und. So, bevor das wegläuft, nehmen wir es lieber. Seht ihr das Buch? Jetzt wird es jedenfalls Nacht. Ich hätte halt auch sehr gerne dieses Ding noch auf irgendeinen Wurm angewendet, aber jetzt ist es halt weg. So, kann ich nichts ändern. Die Sonne behalten wir erstmal. Ach, da hinten wäre es gewesen. Na cool. Der ist nicht so schlimm. Die Sonne können wir aber dann gleich darauf einsetzen. Das ist gut. Und jetzt noch eine schlechte Wetterwolke, damit wir einen Blitz bekommen. Wo ist das Buch? So, hallo, neuer. Hol mal Erz. Wo ist das Buch? So, gehen wir mal kurz darüber. Haben wir zwei Wolken? Nö. Aber wo ist das Buch? Da kommen Viecher. Ich habe einen Kristall gefunden. So, Wolken verschmelzen bitte. Und da machen wir jetzt mal Blitzel. Na? Aha, das hat wohl nicht so funktioniert. Hallo? Kannst du mal? Okay, dann halt nicht. Magst du dann wenigstens hier? Sehr gut. Hilft nämlich enorm, wenn hier sich was tut. So, jede Menge Blitzeldinger. Da ist jetzt höchstwahrscheinlich wieder... Oh, wir haben irgendwas freigeschalten, aber immer noch kein Buch. Ich sehe kein Buch. Und das Feld wäre wichtig. Fürchte ich. Was auch immer du machst, du holst jetzt hier diesen Kristall. Yeah, wir haben einen neuen Blitz. Das trifft sich ganz gut, weil ich da hinten gerade gesehen habe, dass da ein Vieh kommt. Die erste Nacht ist immer ganz okay. Beziehungsweise das Vieh geht wieder. Oh, das wäre besser gewesen da vorne. Ja, die erste Nacht ist immer recht human. Sagen wir es mal so. Irgendwo wird gekämpft. Aha, da. Gut, dann hol doch mal hier diesen Kristall. So, eigentlich sollte jetzt langsam wieder Nacht sein. Der kämpft jetzt auch nochmal. Und du holst gleich... Ach nee, den haben wir schon. Was machst du denn? Du holst mal Nahrung. So, da wurde auch noch gekämpft. Dann haben wir jetzt immerhin schon mal 78 von den Dingern. Das ist doch schon mal schön. So, Entschuldigung, musste mal kurz umgucken. Ich habe gedacht, es kommt jemand die Tür rein. Ohne Holz. Ihr beiden kombiniert euch. Komm, Gewitterwolke. Und dann können wir hier noch einen blitzeln. Dann gibt uns das auch noch ein bisschen Energie. Und die da hinten müssen wir natürlich auch noch. So, wo verdammt nochmal ist das doofe Buch hin? So, ihr habt Hunger, das verstehe ich vollkommen. Ich würde ja mal voll gerne ein Feld bauen, aber ich kann es noch nicht. So, jetzt muss ich euch mal alle wieder zuweisen. Okay, einer Holz, einfach nur, dass alle was zu tun haben. So, und du gehst da hinter. Problem mal wieder, ich sehe nicht alles auf einmal. Wo ist das Buch? Das gibt's doch gar nicht. Ist das ein Buch? Du hast auch nichts zu tun. Dann geh auch dahinter. Wo ist das Buch? Verdammt nochmal, wo ist das dumme Buch? Wir brauchen das Buch, weil wir brauchen Felder. Die haben alle Hunger. Da steht ja noch einer. Ach da. Oh Gott, ehrlich. Hier. Seht ihr es? Das ist ja fast nicht zu sehen. Fast.
Okay. So, irgendwo, wo waren die Steine? Da hinten waren die Steine. Na, komm, ich will auf diese Wolke. Dann holen wir da hinten schnell die Bäume. So, und der war fleißig und das ist sehr gut, weil dann können wir nämlich jetzt hierhin eine Farm bauen. Oh, wir können mehr Felder bauen, das wusste ich auch nicht. Ein Kürbisfeld. Weizenernte zu Kürbissen, deren Pieps als grundlegende Nahrungsquelle aber wachsen nachts und brauchen keinen Sonnenschein. Oh, großartig. Mohn kann zwar von Pieps als Nahrungsmittel geerntet werden, zieht aber Kriecher an. Warum will ich das dann bauen? Kartoffeln. Robuste Nahrungsquelle liefert pro Ernte mehr Nahrung als Weizen. Also mit anderen Worten, Kartoffel gibt mehr Nahrung und Kürbis wächst auch nachts. Das ist ganz cool. Das sollten wir mal machen. Haben wir nämlich noch nicht gemacht. Ja, dann bauen wir erstmal ein Feld. Das finde ich cool. Und brauchen keine Sonne. Das ist super. Dann braucht man gleich noch ein zweites. Nämlich der da hinten. Der hat nämlich auch nichts zu tun. Sehr schön. So, wie viel Blubbel haben wir denn mittlerweile? Ja, fast 100. Immerhin. Okay, dann du da aufmachen. Und zwar würdig. Wenn du fertig bist, kriegst du diesen Kristall. So, da ist noch ein Blubbel, den will ich haben. So, kannst du das schon direkt upgraden? Ah, Ressourcen fehlen, wir brauchen mehr Steine, okay. Das ist okay, aber hol trotzdem jetzt erstmal. Das war. Na gut, macht jemand anders. Zum Beispiel du da. Jetzt habe ich die Wolke verpasst. Und hier holt einer weiterhin Holz. Und offensichtlich brauchen wir mehr Stein. Okay, die Welt finde ich eigentlich ganz okay. Die Laufwege sind ein bisschen lang. Das haben wir wohl auch verpasst. Wo ist denn der Steinbruch? Hier. Ach nee, ich mache jetzt hier Eis. Naja, wie auch immer. So, der erntet, das ist gut. Oh, mal dieses Blubbel angucken. Ich könnte so viel Wichtigeres machen. Nein, ich muss Blubbel angucken. So, 106 Blubbel haben wir mittlerweile. Wo läufst du hin? Keine Ahnung. So, wenn du Stein fertig gehackt hast, dann kriegst du das. Sehr schön. Und was sagt Tag, Nacht? Nacht müsste jetzt eigentlich so langsam wieder kommen. Okay, dann sollten wir die nicht mehr einlösen. Nahrung geht so lala. Wir haben ja auch zwei, die sich drum kümmern. Aber wir haben noch keinen, der den Kristall holt, oder? Nein. So. Oh, ein Ei. Jetzt hätte ich gerne den. Naja, wurscht. Oh, der macht nichts. Das ist gut. Dann hol den Kristall, der nicht mehr da ist. Dann hol Nahrung. So. Oh, das ist so bitter, wenn du die Kristalle einsammelst und dann vergisst, die Blubbel zu holen. Das ist echt fies. So, eine Gewitterwolke. Ich nehme mal wieder meine Stammwolke. Weil die finde ich einfach am übersichtlichsten, auch wenn man da hinter diesem Berg da nichts sieht. Wenn ich wirklich Gott wäre, würde ich erstmal diesen Berg wegmachen, damit ich mehr sehe. Oder die Wolke woanders hinschieben. Da hat jemand nichts zu tun, das ist schön. Da unten ist nämlich ein Kristall. Hol das doch mal. So. Hast du immer noch nichts zu tun? Ach, du hast auch nichts zu tun. Dann mach doch mal das Würmchen da kaputt. Sehr schön. Ich kann leider das Erz jetzt nicht auffüllen. Oh, Moment mal. Zack. So. So, der hat den Kristall geholt. Das ist super.
Und jetzt wird hier ein bisschen mehr gekämpft. Wir haben diesmal nicht so viele Pieps wie beim letzten Mal. Da hinten waren so viele. Der kommt da auch. Der hat nichts mehr zu tun. Steine hacken bitte. Ein weiterer Kristall wurde gesammelt. 150 Energie haben wir. So. Moment mal, kannst du da jetzt schon Kürbisse draus bauen oder sowas? Genau, Kürbisse. Also nochmal gucken. Als Grundlage, aber wachsen nachts und brauchen keinen Sonnenschein. Achso, die wachsen nur nachts. Ja, das ist auch blöd. Dann doch lieber Kartoffeln, oder? Dann machen wir Kartoffeln draus. So, da unten ist noch so ein Spaßvogel. Also die beiden werden damit zurechtkommen. Der steht so abseits, den machen wir kaputt. Zack, kaputt. Blubbel her. So. Nächste Regenwolke ist da. Und hier hat jetzt irgendwie keiner umgebaut, oder? Achso. Du warst schon dabei, aber wurdest überrascht. Okay. Und zeigst mir das natürlich nicht an. Warum auch? Oder ist jemand, der nichts zu tun hat? Hol Holz. Ein Sturm und eine Wolke. Macht Gewitter für den da. So, und jetzt haben wir hier ein Kartoffelfeld. Das ist doch cool. Oh, der blinkt schon ganz böse. So, den haben wir gerettet. Also das finde ich gut, dass die zumindest das signalisieren. So, jetzt kriegen wir dadurch mehr Nahrung. Das ist schön. Da ist ja auch Holz. Warum hacken wir dann da hinten Holz? Das ist ja bescheuert. Stein. Frieren wir mal wieder hier ein. Und wir können den hier mal auffüllen. Hallo Wolke. Du bist aber nah. Okay, sehr gut. Theoretisch bräuchten wir mal wieder ein Buch. Ich müsste nur wieder wissen, wo es ist. Die Perspektive ist auch cool irgendwie. Ah, da ist das Buch, okay. Gut, das heißt, wenn der Nächste hier hochwandert, dann kriegt er dieses Buch zu lesen. So, wer macht nichts, machen alle was. Sehr gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Kristall finden. Ah, da ist noch ein Buch, fällt mir gerade auf. Okay, okay, okay. Hallo, du hackst normalerweise. Wir brauchen noch einen Buchleser. Lass doch mal diesen Buchleser schlüpfen. So, mal wieder Zwischenbilanz. Wie viel Energie haben wir? 100, naja, bald 200. Noch nicht ganz. So, und du, habe ich gehört, willst jetzt unbedingt dich in dieses Buch da hinten vertiefen. Was ist das denn? Achso, da ist ein Blubbel. So, da wird jetzt das Feld wieder nachgewachsen. Hoffe ich. Ja, so langsam, aber ja, passiert. Okay, dann wirst du das Buch lesen. Du machst das Ei auf. Und dann machst du dieses Buch auf. Weil da hinten sollte jetzt eh keiner mehr Steine hacken. So. Dann bauen wir mal hier einen Steinbruch hin. Ja, haben genug Ressourcen gerade. Haben wir jetzt kein Kristall irgendwie? Okay, dann wirst du mal hier hin eine Erzmine bauen, damit das ein bisschen effektiver ist.
Okay, da hinten ist so ein. So, schnell noch benutzt. Und das Ei machen wir mit der Sonne auf. Puh. Also, es wird definitiv stressiger. Oh, du hast nichts mehr zu tun, weil du jetzt hier diesen Kristall suchst. So, Essen haben wir genug. Wir haben 75 Nahrung. Das ist so ein bisschen mau. Ist aber okay. Und vielleicht sollten wir dann jetzt mal doch ein bisschen Häuser bauen. Also was auch immer du machst, du gehst jetzt mal hier hin und baust mir unbedingt... Tempel finde ich irgendwie doch doof. Also ja, ich kann Holz umwandeln in... Aber da brauche ich auch einen Blitz dafür. Also ich brauche jetzt erstmal eine Kaserne. Du hackst Stein. Du bitte auch. Dann lassen wir hier nochmal nachwachsen. Und das ist zwar furchtbar toll, dass ihr da so viel Holz hackt da hinten, aber irgendwie brauchen wir davon mehr. Und du bitte auch. Eigentlich... Das ist auch doof. Ja, wenn ihr ein Gebäude ausbaut, sollt ihr bitte auch darin arbeiten. Also den Sinn verstehe ich nicht, warum sie es nicht machen. Aber gut, und wenn du fertig bist, schlüpfst du das Ei aus. Da wurde ein Kristall abgeholt. Jetzt habe ich die Wolke verpasst. Ah, und es wird Nacht. Ah. So, wir haben jetzt eine Kaserne übrigens. Dementsprechend können wir jetzt hier einen Helden befördern. Und das wird dann er hier auch gleich machen dürfen. So, und da sind jetzt Viecher. Und nachdem der das erste Viech ist und das mir gerade meinen Stein frisst, das ist echt böse. So, einer von euch baut mir jetzt hier definitiv mal ein Rathaus. Und weil wir es viel zu selten bauen, ich habe keinen Bauplatz mehr, ist das ehrlich? Ich habe keinen Bauplatz mehr? Das ist ja bescheuert. Kein Bauplatz mehr, nur noch hier hinten. Okay, komm doch mal hierher. Du baust mir jetzt mal eine Werkstatt. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir mit dir machen können. Wolkenmeister, aha, Alchemist. Ah, je mehr Werkstätten es gibt, desto schneller arbeiten unsere Pieps. Ja gut, wir haben aber eigentlich ganz, ist eigentlich ganz okay. Der Schmied. Werkzeug und Waffen für einige Zeit zu verbessern. Okay. Wandelt die häufigste Ressource im Lager zur seltensten Ressource darin um. Das ist ganz cool. Ja, baut es doch mal. So, jetzt hätte ich gerne eine zweite, nächste Wolke. Weil hier sind sehr viele Viecher. Und denen muss ich ein bisschen helfen. Hier ist langweilig. Hier auch. Geh doch mal hier runter. Lieber Held, dann ist der nämlich gleich nicht mehr langweilig. So, jetzt wird wieder an allen Ecken gekämpft. Die dürfen auch gleich kämpfen. Du darfst gerne weiterbauen an dem Haus. Das ging schnell. So, jetzt gucken wir nochmal rein. Schuhmacher. Ein Schuhmacher verpasst Pieps, die zu ihm kommen, ein schickes Paar Holzschuhe, das sie kurzzeitig schneller macht. Huhu. Dann haben wir noch die Kneipe. Ja, da kann ich Stress rein. Und Bruthaus fängt und lagert automatisch das nächste Ei, das fällt. Nutze den Blitz am Bruthaus um Frankenpiep. Ah ja, komm, das machen wir nochmal. Das war lustig. So, du änderst. Frankenpiep war lustig. So, und jetzt habt ihr nichts mehr zu tun. Einer von euch hier helfen, einer da hinten helfen. Oder meinetwegen, was weiß ich, macht irgendwas. Ist mir egal was, Hauptsache ihr macht irgendwas. Hier wird gekämpft, du kannst da wieder arbeiten.
Du kannst das bringen, bevor sich das Würmchen erwischt. Aber dich erwischt das Würmchen. So, wo ist die Gewitterwolke? Da hinten ist die Gewitterwolke. Vieh? Wir haben kein Holz mehr, also... Oh, da ist wieder einer gestorben in der Mitte, habt ihr es gesehen? Aber die Nacht ist rum, wir haben jetzt die Hälfte an Viechern. An Energie natürlich, nicht Viecher. Ich bin ein bisschen im Stress. So, dann kümmern wir uns mal wieder ein bisschen um Nahrung. Du machst mal hier dieses Feld. Du hast gar nichts zu tun, dann hol doch mal dieses Stückchen, was da noch ist. Schnee ist ganz gut, dann können wir den Stein mal auffüllen. Und das ist gut, dann können wir nämlich das auffüllen. Sehr gut. Hier ist langweilig, dann bau doch mal hier was Schönes hin. Und zwar, aua, jetzt habe ich mir die Hand angeschlagen. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie so alles ein bisschen... Haben wir nicht irgendwie zufällig gerade ein Kristall irgendwo? Ja, eigentlich blöd. Hol mal da die Nahrung. Dann hast du was zu tun. Ich guck mal, ob ich irgendwie ein Kristall finde. Was ist eigentlich das hier? Kannst du da was machen? Nö. Cool. Du hast auch nichts zu tun. Warum habt ihr denn wieder nichts zu tun? Achso, ihr seid nur verletzt. Na dann. Eine Sonne wäre super. Wollte gerade sagen, Sonne wäre ganz toll. Damit unser Held hier glücklich wird. Wir haben mit den Ressourcen haben wir kein Problem. So, der hat jetzt hier... Oh, du hast... Kein Platz mehr. Was machen wir jetzt hier? Ein Wachturm, ein Pyromant. Das könnte man natürlich auch mal machen. Mischen Sonnenschein mit Sprengstoff und lodernde Geschosse herzustellen. Verknüpfe einen Piep mit dem Pyromanten, um 3 entzündliche Geschosse auszurüsten, mit denen sie Griecher aus der Ferne angreifen können. Das klingt lustig. Der Wachturm, der schießt, glaube ich, einfach nur Steine. Ja, und die Waffenschmiede, was macht die? Schutzausrüstung aller Art her. Kostet Erz. Mich interessiert das Pyromant. Das probieren wir jetzt aus. So, Kollege, du bist mir zu depressiv. Deshalb wirst du jetzt hier einen Alchemisten bauen, damit wir die entsprechenden Rohstoffe korrekt umwandeln. So, arbeiten alle. Wäre super. Du nicht. Weil du keine Nahrung mehr hast. Oh Gott, wir haben viel zu viele Viecher, ehrlich. Da ist Nahrung. Da stehen ein paar rum, die nichts machen. Ich weiß nicht, was ihr machen sollt. Das ist schrecklich. So, und du kommst jetzt hier rein. Sehr cool. Okay, und das feuert jetzt in der Nacht. Da bin ich ja mal gespannt. So, warum gibt es denn keine Edelsteine mehr, keine Kristalle mehr? Da ist ein Kristall. Sehr gut. Hol den Kristall. Da war er jetzt nicht sonderlich begeistert von. So, jetzt ist er begeistert davon. Diese Perspektive ist cool gerade. Also der Platz hier oben gefällt mir. Der ist super. Ja, dann muss ich mal diese Regenwolke benutzen, um den Wald, der, wo war er denn? Da hinten. Da hinten. Du hast nichts zu tun. Ah, cool, jetzt kommt nämlich hier das Ding rein. Sehr schön. Was brauche ich jetzt? Mit Sonnenschein? Blitz? Ich hebe es jedenfalls mal auf. Sagen wir es so. Okay, das geht schon mal eh nicht. Aber dann kann ich das Feld mal wieder aufwerten.
So, und der Kristallmann ist zurück. Der gibt gerade hier seine Kristalle ab. Das ist super. Was ist mit dem los? Der brennt? Warum brennt der? What the fuck? Ach so, ist das so ein... Die laufen dann rum. Ich dachte, die sind dann da drin. Das heißt, die sind dann mit... Das ist ja geil. Die sind dann einfach nur ausgerüstet. Das ist geil. Das finde ich lustig. Okay. Da kommt wieder ein Ei. Und jetzt hätte ich so langsam gerne wieder die... Was? Wir haben keine Erze mehr. Wir haben keine Erze mehr. Wir haben keine Erze mehr. Wir haben keine Erze mehr, tatsächlich. Okay, dann geh doch mal da hinten und hack ein bisschen Erze. Kriegst auch einen Speedboost von mir. Bin hier kein Unmensch, gell? Arbeitet eigentlich, holt eigentlich gerade keiner? Wie gehst du denn hin? Es gibt keine Steine. Hol Essen. Wie sieht's mit dem Essen aus? Voll. Dann lass das Essen und hol Erze. Genau. Wie sieht's mit dem Holz aus? Ist auch voll. Fast. Hol Erze. So. Regen haben wir, das bringt mir nichts. Du hast keine Steine mehr. Das tut mir sehr leid für dich. Ich sehe leider gerade keine andere Aufgabe, als den zu bekämpfen. Also es läuft gut, nur ich habe jetzt das Problem, dass ich zu wenige Viecher habe. Oder... Auch nicht so viele Ressourcen. Der wird leider sterben. Das tut mir wahnsinnig leid, aber bitte mach wenigstens den einen noch kaputt. Anscheinend können die nicht zweit gegen einen angreifen. So, jetzt lauf weg. Oh gut, dem ist das wurscht. Nein, doch nicht. Scheiße. Schauen wir mal, ob wir ihn noch retten können. Nein, können wir nicht. Tja, da stirbt er. Da sind ein bisschen viele da hinten. Blubbel, 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 blubbel. 300 irgendwas haben wir mittlerweile. Du hast nichts zu tun. Oh Gott. Du hast auch nichts zu tun. Dann hol doch mal das. Nimm das mal wieder mit. Eine zweite Wolke wäre toll. Hier, willst du den mal angreifen? Das interessiert mich jetzt, was der jetzt macht. Den schauen wir jetzt mal an. Also der brennt am Hintern. Aber der kämpft lieber. Erstmal, weil ich ihn falschen zugeordnet habe oder so. Jede Menge Blubbel, das ist schön. So. Und? Boom! Das ist lustig. Das ist durchaus lustig. So, da ist noch ein Blubbel. So, da ist einer, der ist gerade ganz kritisch. Deshalb holen wir Nahrung. Ah, Wolke verpasst. Ich habe Wolke verpasst. Du könntest dir den Kristall holen. Okay. Steine aufrüsten da hinten, auch wenn man es gerade nicht sonderlich sieht. Nahrung. Nahrung. Erze. Was ist das denn? Ist das nicht der Kristall? Den Kristall hätte ich gerne im Lager. Das wäre ganz großartig. Hui. Dann können wir den bald mal wieder aufforsten. Sehr schön. Brav. So, 100 brauchen wir noch. Also vielleicht bis in die nächste Nacht. Oh, du darfst, wenn dir langweilig ist, darfst du dich gerne mal hier aufheizen. So, warst du für Steine? Ja, du warst für Steine, brauche ich gerade nicht. Komm her. Kleiner Blubbel. 300... 88 haben wir jetzt. 89 mit dem da unten. Der hat auch nichts zu tun.
Oh Gott, ich verstehe, wenn wir diesmal nicht die beste Wertung kriegen für. Pass auf deine Pieps auf. So, der ist jetzt sehr entzündlich. Das ist schön. Also der da, der hier. So, jetzt hört das auch auf. Dann nutzen wir das Ding halt noch. Da ist das Lager voll. Was ist voll? Essen. Tatsächlich, Essen ist voll. Das ist ja Wahnsinn. Dann brauchst du gar nicht zu arbeiten. Komm, Blubbel, kommt her, kommt her, kommt zu mir. Du bitte auch. Ja, also hier schaut es eigentlich ganz gut aus. Wahrscheinlich werden jetzt dann noch mal ein paar sterben, aber. Nein, dann ist das halt so. Kann ich jetzt das hier draufpappen? Nö, ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ja, auf dem Übergang ging es auch. Okay. Dann geh doch du jetzt mal da rein. Und du auch. Beziehungsweise, wir können ja hier tatsächlich mal so einen dämlichen. Hey, ich finde die Tempel doof. Wir gucken mal, was die anderen Tempel so können. Einfach, dass wir ein bisschen ressourcenlos kriegen. Und diese Eier sind mir jetzt auch wurscht, weil ich brauche keine mehr. Ganz im Ernst nicht. Das ist ausreichend, was wir haben. Ich will gerade einfach nur tatsächlich, dass es Nacht ist, weil wir da mehr Sachen einsammeln können. Wir brauchen noch knapp 100. So, jetzt haben wir hier einen Tempel. Was ist denn ein heiliges Leuchtfeuer nochmal? Lässt Kriecher bei Berührung spirituelle Energie ausstrahlen. Verknüpfe einen Piep damit, um es zu aktivieren. Es verbraucht Holzressourcen. Aha. Und Märtyrer. Ist wahrscheinlich so Kamikaze-mäßig. Machen wir mal das heilige Leuchtfeuer. Weil, warum auch nicht? So, da sind vier neue Blubbel. Dann haben wir jetzt die 400 spirituelle Energiemarke. Leben ist langweilig. Sammel Holz. Da ist ein Würmchen geschlüpft. Oh, guck mal, das ist ein. Hallo, hol doch mal hier dieses Dingens. Und bereiten wir das schon mal für die nächste Nacht vor. Die kommt bestimmt bald. Ach so, nee, wir wollten ja mal ein Frankenstein-Ding machen. Das ging ja mit dem, gell? Hihi. So. Hallo, Kleiner. Ich weiß zwar nicht, was du machst, aber ist bestimmt lustig. Frankenweenie, Pipi, wie auch immer. So, das machen wir doch gleich nochmal. Ruthaus. So, hallo. Haben wir noch einen Bauplatz? Da hinten haben wir noch einen Bauplatz. Was bauen wir diesmal? Ich weiß es nicht. Noch eine Kaserne. So, 420 grob haben wir jetzt. So, da ist wieder was drin. Das heißt, wir könnten jetzt wieder einen Blitz aktivieren. Wir haben aber keine schlechte Wolke mehr. Außerdem wird Nacht. Kollege, dann bau ab, auch wenn ich es nicht brauchen kann. Bevor du mir kaputt gehst. So, geh doch mal, noch mal hier rein. Du hast zwar schon einen brennenden Arsch. Aber gut. So, da hinten sind auch schon die ersten. Ich muss es leider verwenden. Das ist jetzt blödes Timing, aber. Sonst wäre die Wolke ja weggegangen. So, hier sind auch noch ein paar. Nimmt auch das dann mal wieder mit. So, jetzt wird überall gekämpft, das finde ich gut. Greif mal das Ding an. Oh Gott, jetzt wird's voll.
Geh mal hier rein. Ja, Luffel zu mir. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal, wie viele das sind. Das ist ja Wahnsinn. So. Ich glaube, hier müssen wir mal helfen. Komm, Gewitterwolke. Ja, der wird leider gleich sterben. Gewitterwolke wieder weg. Ich glaube nicht, dass er es machen wird. Schaffen wird. Es würde mich wundern, wenn er es schafft. Er hat es geschafft. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, wie viel brauchen wir denn noch? 475. Wir brauchen noch 25. 19 noch etwa. Also die Nacht wird hart. Oh, da ist viel. Reicht das? Es reicht. Sehr gut. Wir haben es geschafft. 500. Da wäre auch nochmal viel gewesen. Oh, überall viel wäre gewesen. Sehr gut. Also wir haben es wieder mal geschafft. Wir werden wahrscheinlich wieder so um die 35 Minuten gebraucht haben. Und diesmal... Naja. Also Nutzung des Wetters bin ich sehr gut, weil ich jede Wolke verwende, aber der Rest ist so... Nee. Könnte besser sein. Naja gut, jedenfalls haben wir das dann auch geschafft. 8. Level geschafft und dann werden wir beim nächsten Mal das 9. Level spielen. Leafen Bro. Sieht doch halbwegs übersichtlich aus mit Durchgängen immerhin. Gucken wir hier nochmal kurz auf die Rangliste. Ja, ich hier. Und in den Top 400 immerhin. Nur 20 Minuten langsamer, 21 Minuten langsamer als der erste. Na dann. Na dann. Jedenfalls damit werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss von Tevert.